Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Überraschung, was du nicht kommen siehst. Was steht ums Eck? Was wartet auf dich? Doch mit was rechnest du in keinster Weise? Schauen wir es uns hier im Detail in diesem Video an. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling. Was sieht der Zwilling nicht kommen? Ich höre Pufferzone, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Wow. Es geht um die Hellsichtigkeit, deine oder suchst du einen Hellseher auf? Es geht um eine Partnerschaft sogar. Vielleicht arbeitest du im energetischen Bereich, bist ein Lichtarbeiter, wie man so schön sagt, hierzulande. Und gehst eine berufliche Partnerschaft ein. Wow, es wird interessant, denn du weißt sehr, sehr viel, doch hast du genauso viele Fragen. Etwas ist mit deiner linken Hand, Handgelenk, Fingerspitzen vor allem, lieber Zwilling, gut möglich, sehr, sehr gut möglich, dass du mit einem Wasserzeichen, einem Feuerzeichen und einem Erdzeichen verbunden bist. Diese für dich in der nächsten Zeit sehr, sehr ausschlaggebend werden. Vielleicht sogar, wie hier auf dieser Karte beschrieben, geht es um das Handlesen. Vielleicht aber auch schlichtweg, weil etwas aus deiner linken Hand hinausströmen möchte und du dafür Antworten suchst. Wisse, du wirst dich sehr mit Vergangenheit, Traditionen und Wissen beschäftigen. Sie sagen, du bist diesbezüglich mit einer deiner vielen Fragen vollkommen auf dem Holzweg, lieber Zwilling. Es wird dich überraschen, wenn du dann von einer anderen Person die Antwort dazu bekommst. Gut, gehen wir auf die Zusammenarbeit ein. Was du gibst, wird zu dir zurückkommen. Was du einbehältst, wird dir nicht gegeben. Das kosmische Gesetz. Doch das Feuerzeichen weist dich durch die Schlüsselblumen darauf hin. Gut möglich, dass du ganz speziell in deinem Zeigefinger irgendetwas verspürst, ein Kribbeln. Sie sagen, irgendwo ein Schrägbalken, ein Schrägstrich, irgendetwas Schräges, was trennt. Das muss weg, denn es behindert deine Sicht. Wende es wie immer an, wie es zu dir passt. Dann das Erdzeichen. Die Muse, aus der du Inspiration generieren kannst, bekommst. Dieses Erdzeichen ist dir gegenüber sehr, sehr großzügig. Doch sie sagen, schau deine eigene Naivität diesbezüglich genauer an, was auch immer das für dich bedeuten mag.
Du verbindest dich sehr mit dem Wissen der Mohnblume, der Eiche, des Salbeis und des Rosmarins. Diese Heilpflanzen werden sehr, sehr wichtig werden für dich. Du hast Grund zum Feiern, lieber Zwilling, denn wie gesagt, du entscheidest dich zu einer Zusammenarbeit, du bekommst die Antworten und eine Explosion der Freude darf sich in dir breit machen. Es geht auch darum, dass die Unsicherheit, die du vielleicht beruflicher Hinsicht verspürt hast oder hin und her gerissen warst einfach, dass diese durch eine Partnerschaft im beruflichen Sinne gelöst werden kann. Gut möglich, dass du dich irgendwo einmietest, sozusagen Büro- oder Stuhlmiete machst. Und es ist mit einem Menschen, der sehr weise ist. Gut möglich, dass dieser Mensch eine etwas getöntere Hautfarbe hat. Ja. Halt dich fest, lieber Zwilling. Es kommt sehr, sehr viel Großzügigkeit auf dich zu. Vielleicht kannst du auch Räumlichkeiten umsonst nutzen. Doch wisse, früher oder später wird immer etwas in Gegenzug erwartet. Ein Sperling, der Vogel, dein Sperling, ausschlaggebend für manch einen von euch. Weintrauben, die entweder schon eingesammelt sind, beziehungsweise noch an der Rebe hängen. Und ein Streichinstrument. Die Großzügigkeit kann auch, wie gesagt, finanzieller Unterstützung sein, materieller, finanzieller Unterstützung. Auch erkennst du, dass umso mehr du eben zurückhältst, aus Angst vielleicht ausgenutzt zu werden, weil du in der Vergangenheit immer sehr großzügig mit irgendetwas warst, letztendlich sicherlich mit deiner Energie. Es kommt alles, alles zurück. Und wie gesagt, das Erdzeichen sehr, sehr, sehr ausschlaggebend. Du darfst ja auch Unterstützung durch deine Liebsten erwarten, Unterstützung Familie, die intimsten, engsten Freunde. Gut möglich auch, dass ein Haus gebaut wird, beziehungsweise du die richtigen vier Wände für dich findest, für das, was du tun möchtest. Es steht dir absolute, höchste, materielle Stabilität zur Verfügung. Sie sagen, das ungeschriebene Blatt der Bedingungen ist aber jedoch, dass du großzügig bist mit deinem Wissen. Und dem Sehen. Auch kann dir jemand etwas, wie kann ich dir sagen, gefühlskalt
vorkommen, was bedeutet, dass du von jemandem sehr viel materielle Aufmerksamkeit bekommst, doch keine emotionelle. Das ist für dich ein bisschen, ja, schau her, ein Triggerpunkt beziehungsweise eine sehr große emotionelle Herausforderung, wo du vielleicht sagst, nehmen wir das Beispiel der beruflichen Partnerschaft, die eingegangen wird, dass du sagst, gut, ich bekomme zum Beispiel die Räumlichkeiten zu einem Spottpreis beziehungsweise bekomme sie sogar umsonst, doch gibt es nicht einmal einen guten Morgen, wenn ich in diese Räumlichkeiten komme. Das ist für dich eine große, große Herausforderung, vor allem aber auch die Angst zu überkommen, dass du deine Vergangenheit erneut durchleben musst, mit Abhängigkeit, mit materieller Abhängigkeit. Denn deine Unabhängigkeit ist ja wahnsinnig wichtig, im privaten wie im beruflichen. Und das ist für dich ein bisschen eine Mutprobe, ein Schneideweg, eine Entscheidung ist zu treffen. Auch vor allem höre ich gerade, weil einige wenige Zwillinge über eine materielle Phase der Enttäuschung, was auch immer das für dich bedeuten mag, vielleicht weil du finanzielle Probleme hattest oder materielle Probleme. Ich höre sogar, es ging bei einem einzigen Zwilling um einen Erbstreit, dass dich das so, ja, wie kann ich sagen, ausgepowert hat, missmutig gemacht hat, mürbe gemacht hat, dass es für dich sehr schwer ist, dich diesbezüglich erneut anzuvertrauen. Doch schauen wir uns an das Zeichen von außen, das auf dich zukommt, damit du weißt, wann diese Situation eintritt, wann diese Situation beginnt. Oh, du hast zwei Zeichen. Wow. Ja. Interessant, lieber Zwilling. Es ist schon fast ein Weckruf. Ja. Aus Scherben etwas Neues zu bilden. Wir machen weiter im Extended, lieber Zwilling, für das Großartige, was hier auf dich wartet. Solltest du vorbereitet sein, achtsam in der Vorgehensweise. Wir gehen noch weiter ins Detail, schauen, auf was zu achten ist in dieser Phase der Veränderung für dich und die richtige Affirmation, was das Universum möchte, damit du weißt, was es braucht, damit du dort gut hindurch navigierst und zum Erfolg kommst. Ich warte im Extended auf dich. Bis gleich. Ich freue mich. Ciao.